Ist der Motor noch drin? Ja, ja, klar. Läuft gut. Der läuft super. Du bleibst ja richtig dran kleben, wie nichts Gutes. Bei euch, oder was? Ja. Ja, na gut, aber ihr habt ja nun auch ein paar mehr, ne? Ja, aber trotzdem hängst du gut am Gas. Das ist der Hammer. Die Temperatur ist vor allen Dingen gut. Erstaunlich. Niedrig. Die Luft ist heute super für die Autos. Ich glaube, das ist perfekt. Aber nicht, dass mein Motor an ist. Arschkalt. Echt? Ist nichts. Handwarm. Handwarm. Geil. Das ist doch geil. Ich würde mir beim Käfer die Flossen verbrennen. Das ist doch unglaublich, ne? Ja. Gestrahlt mit Trockenheiß. Ja. Echt geil. Man geht nichts kaputt, ne? Hier, selbst so ein Aufkleber hier, ne? Gut, der löst sich vielleicht, aber... Nee, der war so. Ach so, echt? Der war so, ja. Und hier muss man gucken, hier die, Entschuldigung, hier die Kabelverbindung und so, ne? Das ist alles blitzeblank. Das ist alles drin geblieben beim Schrauben. Ja, beide. Oder da unten hier, dieser Kontakt, der an dem Öldruckschalter so, ne? Das ist unglaublich, was sie da machen, Motorlager und so. Ne? Und hier vorne schon hier. Mit Druckluft da drauf geblasen und das geht sofort beim Aufprall wieder in gasförmigen Zustand über. Das heißt, du hast keine Korrosion, keine Feuchtigkeit, ja, nichts, was weg. Kein Niederschlag. Das Zeug dehnt sich beim Aufprall um 550% aus und sprengt den Dreck quasi ab. Super. Und das Einzige, was runterfällt, ist der Dreck. Das andere vergast halt sofort. Ja. Das ist super. Vom Fahrwerk und so. Ne? Diese Akkuschwingen und das alles. Die sind, ja, die sehen so aus jetzt. Ne? Macht sich doch bemerkbar, 80 Kilo mehr. Natürlich. Und wie ist Alex drauf? Gut, sehr gut. Ist doch richtig so. Achso, ja, da, als er losgefahren ist, da hat er auch nicht nach vorne geguckt. Ne? Richtig, doch hat er. Er sagt, meine Bremsen sind nicht so gut, sage ich, erzähl das nicht Jan. Ich glaube, der findet mich ein bisschen zu vorsichtig. Oder? Nein, er sagt, das Ding geht richtig gut. Ja? Na klar. Der erzählt, er geht wie ein Käfer. Nee. Ja, wir haben ja auch lange Freundschaft geschlossen, er und ich hier. Eben. Fast 30. Ja. Ja, das macht Spaß. Nach wie vor. Ich bin froh, dass so eine alte Technik so mithalten kann. Absolut. 46 Jahre alt. Ja, Automatik. Der Hammer. Dass seine Tür aufgeht. Ja, habe ich auch. Da musst du echt aufpassen. So. Ich habe nämlich gestern mal YouTube wieder Touristenfahrten auf dem Nürburgring gesehen, aus den 60er Jahren. Gegen die Türen auf. Wo Leute aus den Käfern fallen am Adenauer Forst. Vielen Dank. Ist ja aber auch so genügsam, ist es auch süß, ne? Da staut er. Der Räumesser ist weg von ihm auch. Genau. Also ganz richtig ist das nicht. Erst dann, wenn die Flamme rauskommt.